Hast du dich jemals gefragt, ob dein Handy gehackt wurde? Heutzutage gibt es ja leider mehrere Möglichkeiten, wie ein Handy gehackt werden kann. Und wenn der Hacker oder die Hackerin erfolgreich ist, kann er bzw. sie auf all deine Passwörter, private Informationen und sogar Bankdaten zugreifen. Autsch. Das Abhören von Smartphones ist mittlerweile ja recht verbreitet und bekannt. Wenn du dein Gerät nur ein paar Minuten unbeaufsichtigt lässt, ist das mehr als genug Zeit für jemanden, um Spyware oder Stalkerware, klingt echt eklig, herunterzuladen. Und oft merkst du dann nicht mal, dass es längst schon passiert ist. Heute zeige ich dir alle Anzeichen dafür, dass dein Handy gehackt wurde. Und außerdem zeige ich dir, worauf du bei Tracking-Apps achten solltest und wie du dein Gerät schützen kannst. Wenn dir diese Art von Videos gefällt, abonniere den Kanal und lass es mich gerne auch unten in den Kommentaren wissen. Vielen Dank. Vielleicht zeigt dein Handy ja bereits Anzeichen dafür, dass es gehackt wurde, ganz unabhängig davon, ob du dich mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk verbunden oder eine zweifelhafte Phishing-E-Mail geöffnet hast. Von Überhitzung bis hin zu verdächtigen Textnachrichten. Böswillige Akteure können mit nur wenigen Informationen eine Menge Schaden auf deinem Gerät anrichten. Wie kannst du dir also die Frage, ist mein Handy gehackt, beantworten? Naja, das erste Anzeichen ist, dass die Akkulaufzeit stark verkürzt ist oder der Akku viel schneller leer ist als gewöhnlich. Und eine App zur Überwachung des Handys sieht zwar erstmal wie eine stinknormale App aus, zeichnet aber im Hintergrund ständig deine persönlichen Aktivitäten oder Gespräche auf, sodass die Informationen an Dritte zur späteren Weiterverwendung übertragen werden können. Da dein Gerät also ständig Daten an Dritte sendet, kann es gut sein, dass sich der Akku verdächtig heiß anfühlt, auch wenn er auf den ersten Blick eigentlich kaum benutzt bzw. beansprucht wird. Wenn du also einen dieser Punkte bei einem Gerät feststellst, ist dein Handy möglicherweise abgehört worden. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass dein Handy gehackt wurde, ist ein ungewöhnlich hoher Datenverbrauch deines Geräts. Wie schon gesagt, kommuniziert dein Handy ja jetzt rund um die Uhr mit einem Drittanbieter. Dadurch wird nicht nur eine Menge Akkulaufzeit, sondern auch eine Menge Daten verbraucht. Okay, der Verdacht auf Smartphone-Tracking besteht oft dann, wenn dein Gerät unerwartet von alleine neu startet oder wenn der Bildschirm aufleuchtet und Geräusche von sich gibt, obwohl das Gerät gerade eigentlich gar nicht benutzt wird. Das deutet in vielen Fällen dann darauf hin, dass jemand Fernzugriff auf dein Handy hat und in deinen privaten Daten rumschnüffelt. Nächste Frage. Lässt sich dein Handy zu lange Zeit, um Aktionen auszuführen, die eigentlich recht flott gehen? Ein guter Ist-mein-Handy-gehackt-Test besteht darin zu prüfen, ob es länger als gewöhnlich dauert, eine Website zu laden oder eine App zu öffnen. Wenn das der Fall ist, könnte es sich um Spyware handeln, die im Hintergrund läuft. Aus demselben Grund kann es auch länger als gewöhnlich dauern, bis das Handy heruntergefahren ist. Und wenn du dich jetzt gerade immer noch fragst, wie weiß ich denn, ob mein Handy gehackt worden ist, dann liefere ich dir noch eine Möglichkeit. Nichts ist verdächtiger als der Erhalt einer random SMS mit einem scheinbar unwichtigen Durcheinander von Zahlen und Buchstaben. Dieser Text ist in Wirklichkeit häufig die Art und Weise, wie die Spyware mit deinem Gerät in Kontakt bleibt und es kontrolliert. Also Achtung, das ist ganz, ganz sicher ein großes und ernstzunehmendes Warnsignal. Eine der auffälligsten Möglichkeiten, eine Handyüberwachung zu erkennen, ist natürlich, wenn du seltsame Geräusche im Hintergrund deiner Telefongespräche hörst. Falls du diese Erfahrung gemacht hast, ist es logischerweise allerhöchste Zeit, sofort aufzulegen und die Spyware ausfindig zu machen und zu löschen. Naja, aber jetzt erstmal keine Panik, denn ich zeige dir im Folgenden direkt mal ein paar einfache Schritte, um jede Art von bösartiger Aktivität zu vermeiden. Und anschließend führe ich noch schnell aus, wie du dein Gerät schützen kannst, damit so etwas zukünftig nicht mehr passiert. Frage: Hast du in letzter Zeit eine dieser Apps auf deinem Handy gesehen? Das sind einige der beliebtesten Spyware-Optionen, die Cyberkriminelle verwenden. Und wie gesagt, wenn jemand auch nur ein paar Minuten lang Zugang zu deinem Handy hatte, könnte er sie heruntergeladen haben. Und Achtung, manchmal reicht es nicht einmal aus, die Spyware zu löschen, um die Handyüberwachung auszuschalten. Wenn ich zum Beispiel ein Android-Gerät habe, muss ich in die Einstellungen und dann zu den Apps gehen. Als nächstes klicke ich auf Einstellungen verwalten oder Apps verwalten und suche nach allem Verdächtigen. Ich bin besonders vorsichtig bzw. hellhörig, wenn die App oder die Datei Wörter wie Monitor, Stealth oder Spy im Namen trägt, ganz klar. Sobald ich festgestellt habe, dass es sich um Spyware handelt, kann ich sie komplett deinstallieren oder das Ganze an jemanden abgeben, der es professionell entfernen kann.
Wenn ich hingegen ein iPhone benutze, läuft der Prozess etwas anders ab, da die Hacker mein Smartphone zuerst wahrscheinlich jailbreaken müssen, bevor sie Spyware installieren können. Wenn ich eine verdächtig aussehende App sehe, prüfe ich sicherheitshalber im App Store, ob sie dort überhaupt verfügbar ist. Ist das nicht der Fall, handelt es sich sehr wahrscheinlich um Spyware. Aber glücklicherweise kann ich mein iPhone einfach auf die nächste Version des Betriebssystems aktualisieren, wodurch der Jailbreak und jegliche Nicht-Apple-Software sofort und automatisch entfernt werden. Sehr gut. Und wenn es mal ganz dringend sein sollte und ich es nicht zu einem Fachmann bringen kann, kann ich mein Telefon auch komplett von aller Spyware befreien, indem ich es einfach auf die Werkseinstellungen zurücksetze. Immer eine gute Notlösung und das ist sowohl für Android-Geräte als auch auf dem iPhone problemlos möglich. Ich muss dabei aber natürlich immer sicherstellen, dass ich zuvor alle meine persönlichen Daten und Dateien an einem sicheren Ort gespeichert habe. Um ein Android-Gerät zurückzusetzen, gehe ich einfach auf Einstellungen, dann auf Erweiterte oder zusätzliche Einstellungen und klicke dann auf Backup Now. Danach ein Klick auf Werkseinstellungen und dann auf alle Daten auf dem Telefon löschen. Auf einem iPhone gehe ich zu Einstellungen, dann Allgemein, danach Zurücksetzen und schließlich alle Einstellungen zurücksetzen. Und das ist dann gleich auch ein guter Zeitpunkt, um mein iCloud-Passwort zu ändern, damit in Zukunft niemand auch nur ansatzweise mehr auf meine Daten oder Medien zugreifen kann. Das fühlt sich immer wirklich gut an, versprochen. Okay, jetzt, wo du die Spyware entfernt und dein Gerät zurückgesetzt hast, musst du wissen, wie du verhindern kannst, dass dein Telefon nochmal gehackt wird. Tja, und dafür gibt's zum Glück eine ganze Reihe an Sicherheitstools, die dein Gerät aus verschiedenen Blickwinkeln schützen können. Passwortmanager zum Beispiel bewahren deine sensiblen Anmeldedaten in einem verschlüsselten Tresor auf, aber nicht alle Anbieter passen ideal zu deinem Online-Lifestyle. Achte also bei der Suche nach dem besten Passwortmanager 2023 darauf, dass er die Funktionen hat, von denen du am meisten profitierst. Und wie viele von euch wahrscheinlich ja schon wissen, stehe ich ja außerdem auch auf VPNs, also Virtual Private Networks. Sie verschlüsseln meinen Datenverkehr und maskieren meine IP-Adresse beim Surfen, wodurch ich online viel anonymer bin. Dadurch wird im Wesentlichen ein privater Tunnel zwischen dem Internet und meinem Gerät geschaffen. Einige der besten VPN 2023 Anbieter sind zweifelsohne NordVPN und Surfshark. Und wie gewohnt werde ich ein paar Links in der Videobeschreibung für euch mit speziellen Angeboten hinterlassen. Wenn du an Schutz vor Tracking, staatlichen ISPs oder Ähnlichem interessiert bist, ist ein VPN ganz bestimmt ein guter Anfang. So beängstigend es auch ist, das Smartphone-Tracking kommt häufiger vor, als man denkt und ganz klar, es kann katastrophale Folgen haben. Cyberkriminelle können sich problemlos Zugang zu deinen Banking-Apps, zu sozialen Medien, Textnachrichten oder sogar Telefonanrufen verschaffen. Und wie wir bereits festgestellt haben, gibt es ja zum Glück Möglichkeiten, solch böswillige Akteure zu stoppen und zu verhindern, dass dies jemals wieder passiert, eben wenn du auf Anzeichen für Überwachung und Datendiebstahl achtest. Schreibe mir super gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen du mit Hackerangriffen schon gemacht hast und ob schon einmal jemand versucht hat, dein Smartphone abzuhören. Oder vielleicht hast du ja dein eigenes Gerät kürzlich erst getestet, um sicherzustellen, dass es sicher ist. Let me know in the comments. Alright Leute, stay safe da draußen und wir sehen uns dann im nächsten Video.